Und? Fertig mit Schule? Noch keine Ahnung, wie es weitergehen soll? Studieren? Oder doch was mit Medien? Eine große Karriere als Influencer starten? Nein, schon mal übers Handwerk nachgedacht? Nicht wegklicken! Handwerk kann mehr, als ihr gerade denkt. Wir besuchen für euch über ein Dutzend Berufe. Und checken mal, was man da eigentlich so macht. Vielleicht bringen wir euch ja auf Ideen. Los geht's! Schau mal, Mara, hart wie Stein. Ach komm, red hier doch kein Blech. Mädchen haben auch ein Händchen für Metall. Aber heute geht es doch gar nicht so um modische Accessoires, sondern um einen Beruf mit Profil. Das stimmt, ein Beruf, in dem auch mal die Funken fliegen können. Wir sind hier heute bei der Walter Solbach Metallbau GmbH und schauen uns den Beruf des Metallbauers etwas genauer an. Aber was macht man da eigentlich so genau? Oh, weiß ich nicht, aber ich habe gehört, der Beruf schweißt zusammen. Finden wir es heraus. Jetzt komm, wer rastet, der rostet. Statt Rock'n'Roll gibt es heute Heavy Metal auf die Ohren. Schon beim Betreten der Produktionshalle wird klar, hier wird schwer gearbeitet. Da ertönen Bohrer, Winkelschleifer, Lastenkräne und Gabelstapler. Mit geschlossenen Augen könnte man meinen, man befände sich auf einer Schiffswerft. Wir fragen Metallbaugeselle Björn Kraus, was denn die Haupttätigkeiten eines Metallbauers sind. Die Haupttätigkeiten eines Metallbauers sind, man muss sagen, anreißen, körnern, bohren, schweißen, ein bisschen mit der Flex, schneiden, schleifen. Das sind quasi die Hauptaufgaben eines Metallbauers. Und wenn wir uns im Alltag mal genauer umschauen, stellen wir fest, die fertigen Arbeiten eines Metallbauers begegnen uns überall. Ob beim Verreisen, Einkaufen oder beim Shopping in der Stadt. Aber die ganzen Produkte, die wir hier herstellen, die liefern wir auch selber aus. Wir haben unsere eigenen LKWs. Die werden deutschlandweit, europaweit, die wurden auch schon mal verschifft nach Südamerika. Ui, bis Südamerika sogar? Der Bedarf an Stahlkonstruktionen ist also ziemlich groß, weltweit. Mara und Nils sind inzwischen fertig umgezogen, bei Lukas angekommen. Lukas ist Auszubildender und erzählt den beiden, was er heute mit ihnen vorhat. Eine Fußplatte soll an einen Pfosten angeschweißt werden. Hierbei kommen viele der eben gehörten Tätigkeiten zum Einsatz. Zuerst wird gekörnt. Das heißt, die Stellen, wo die Löcher für die späteren Befestigungsschrauben gebohrt werden sollen, werden mit einem Körner vertieft, sodass der Bohrer eine erste Führung hat und nicht über das Material hinweggleitet. Danach wird gebohrt. Präzise werden hier die Löcher platziert, denn alles muss ja später mit dem Fundament auf der Baustelle übereinstimmen. In der Pause erzählt uns Lukas etwas über seine Ausbildung. Also wir haben ja verschiedene Abteilungen. Wir haben oben die Endmontage, hier die Schlosserei, wo halt alles geschweißt wird. Nebenan ist der Alubau. Und als Azubi wirst du halt so in jeder Abteilung einmal, gehst einmal dahin, guckst dir das an, ein halbes Jahr. Ja, oben war ich jetzt ganze Zeit und da wird halt alles fertig gebaut. So Raumsysteme, genau sowas hier bauen wir auch da zusammen. Oh, das ist auch schön. Dann da so eine Bushaltestelle, wird verglast und alles verblecht, also sowas machen wir. In der Schlosserei lerne ich jetzt momentan das Schweißen, also so auch so eigene Hallen zu bauen, was auch sehr cool ist, als erstes Lehrjahr so schon solche Sachen machen zu können. Macht schon Spaß. Im Alubau war ich noch nicht, da lasse ich mich mal überraschen. Jetzt wird es ernst. Die vorbereitete Fußplatte muss nun mit dem Pfosten verbunden werden. Und das geht nur mit sehr hohen Temperaturen. Also Handschuhe und Schutzausrüstung anziehen. Lukas erklärt den beiden, wie es geht und auf was sie zu achten haben. Und das Ergebnis hält sogar den kritischen Blicken der Profis stand. Apropos standhalten. Die Haltbarkeit von Stahlkonstruktionen wird nicht in Jahren, sondern in Jahrzehnten gemessen. Das, was der Metallbauer schafft, ist für die Ewigkeit gedacht. Haltestellen, Laternen, LKW-Aufbauten, Geländer. Der Metallbauer hat sehr viele Einsatzgebiete. Ob in der Industrie oder als künstlerischer Einzelkämpfer. Ähnlich wie mit Holz lässt sich mit Metall so ziemlich alles machen. Also ein toller Werkstoff für kreative Köpfe.
Am Ende des Tages sieht der Metallbauer, was er geschaffen hat. Und das sind oft sehr imposante Konstruktionen. Boah, heute habe ich mich echt gefühlt wie ein Filmstar. Ja, wieso? Naja, kennst du das nicht in Haus des Geldes, wenn die den Tresor aufspeisen und die Funken sprühen und flammen? Und heute durften wir das einfach mal selber machen. Und wir hatten auch noch so ein tolles Outfit mit so einem Helm und so einem Schlauch. Das stimmt, aber das haben wir auch gebraucht, weil am Anfang hatte ich doch schon ein bisschen Schiss und dann war es einfach nur cool. Aber filmreif würde ich das jetzt noch nicht nennen. Man braucht schon ein bisschen Übung und handwerkliches Geschick. Das stimmt, aber Film hin oder her, was der Metallbauer so alles macht, das ist echt für die Ewigkeit. Und das würde ich auch sagen. Wann kommt der Bus? Ich halt's nicht mehr aus. Fährt hier überhaupt ein Bus?